Road to All Legendaries with Level 1. Ist einfach nur enorm gut. Wir haben gute Voraussetzungen. Wir haben schon 7 legendäre Karten freigeschaltet bzw. gezogen. Hey Leute, ich bin Sutranix und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale von unserem Level 1 Account, Leute. Wir sind über 2000 Trophäen, was eigentlich ganz gut ist für Level 1. Ich denke, das ist in Ordnung, in Arena 7 zu sein, beziehungsweise sehr in Ordnung sogar. Genau Leute, ich habe mich zum 5. Mal in Arena 6 droppen lassen. Irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber es ist total dumm, denn ich bin geraged wie noch nie, Leute. Mein Handy ist, keine Ahnung, krankenhausreif. Okay. Ja, guter Vergleich wieder, Sutranix. Well paid, würden da jetzt die meisten sagen. Denn, ja, viele behaupten immer, yo, das liegt ja an deinem Deck, an den legendären Karten. Aber die meisten, die meine Videos schauen, wissen eigentlich, hey, der Sutranix ist mit diesem Deck hier, ich zeig's euch, mit diesem oder diesem in Arena 6 gekommen. Sprich, ich habe bis Arena 6 keine einzige legendäre Karte verwendet. Und wenn man sich das mal anschaut, der Unterschied ist einfach gering. 300 Trophäen nur, denn bei 1700 Trophäen kommt man in Arena 6 und bei 2000 Trophäen in Arena 7. Sprich, da sind nur 300 Trophäen, die noch, ja, die beiden Arenen unterscheiden. Ist kein großer Unterschied. Ich muss natürlich klar sagen, ob ich es wirklich in Arena 7 geschafft hätte, ist die Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, nein. Hätte ich diese 4 legendären Karten nicht, dann hätte ich es voraussichtlich nicht in Arena 7 geschafft. Muss ich ganz klar zugeben. Die haben das schon erleichtert. Allerdings, glaubt mir Leute, man braucht auch enorm viel Skill dafür. Denn auch wenn ihr diese Karten habt, ist das ja noch nicht von allein gemacht. Ihr müsst natürlich auch noch spielen können. Deshalb, ja, verstehe ich nicht, warum manche well paid sagen. Denn kommt erstmal in Arena 6 mit, Karten, die alle auf Level 1 sind. Ihr seht es ja hier, alles Level 1, außer die Valkyrie Level 2. Aber das könnte jeder machen, denn ihr seht es, mein Königslevel ist immer noch 1. Also kein Problem auf jeden Fall. Sprich, ich habe die schlechtesten Karten und wenn ich mir Gems aufladen würde, dann könnte ich mir sowieso nur Truhen kaufen und in diesen Truhen wären Karten, die ich nicht upgraden kann. Deswegen, was bringen mir denn die Gems? Also eigentlich gar nichts, Leute. Genau. So viel zu diesem Thema. Übrigens, wir haben die 8000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Vielen Dank an alle, die mich abonniert haben. Nochmal ein besonderes Dank an Pookie, der dafür gesorgt hat, dass ich die 8000 noch voll bekomme so schnell. Genau, der hat schon wieder ein Video gemacht und hat einfach in dem Video den Lavahound zum zweiten Mal gezogen. Das heißt, wir könnten ihn theoretisch upgraden, aber machen wir natürlich nicht, denn sonst wären wir nicht mehr Level 1, Leute. Den Inferno Dragon können wir auch schon auf 2 ziehen, aber das bringt uns natürlich nichts. Aber Leute, eigentlich ist es sogar ein bisschen gut. Ich meine, eine legendäre Karte ist eine legendäre Karte, das ist natürlich logisch. Wenn wir irgendwann mal keine Lust mehr haben, auf Level 1 zu bleiben, dann könnten wir die beiden Karten direkt upgraden. Es gibt extrem viel XP und wir haben eine legendäre Karte auf Level 2, beziehungsweise 2 legendäre Karten auf Level 2. Ja, ist einfach nice. Ich hätte mir natürlich auch den Sparky oder die Princess gewünscht, denn er hatte eine legendäre Truhe geöffnet und aus dieser legendären Truhe bekommt man natürlich immer Karten aus allen Arenen. Wusste ich ehrlich gesagt am Anfang auch nicht, aber als ich den Miner dann gezogen habe, wo ich in Arena 5 war, wusste ich, okay, den gibt es in Arena 6, ich bin in Arena 5, dann kann das ja nur so sein. So, denn wir können auch den Lumberjack finden, den müssten wir dann voraussichtlich als einzige legendäre Karte dann aus der legendären Truhe bekommen. Die anderen, die noch nicht freigeschaltet sind, könnten wir theoretisch auch aus Magietruhen bekommen, was dann ganz gut ist. Ja, und das ist auch mein neues Ziel, Leute. Road to All Legendaries with Level 1. Ist einfach nur enorm gut. Wir haben gute Voraussetzungen. Wir haben schon 7 legendäre Karten freigeschaltet, beziehungsweise gezogen. Ja, nicht 7. Also, ich meine mit 7 natürlich nur insgesamt 7, aber leider nur 5 verschiedene. Aber das ist natürlich nicht so schlimm, Leute.
Genau, Leute, und das möchte ich jetzt einfach angehen, jede legendäre Karte mit Level 1 zu bekommen. Ob es das gab, weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht wissen, denn ich mache es so oder so. Ich finde es einfach krass. Ich denke, von den YouTubern her wäre ich in Deutschland auf jeden Fall der Erste. In Deutschland, ganz klar, aber international kann ich leider nicht beurteilen. Ja, Leute, ist ein krankes, cooles Ziel, was auch immer. Ja, und damit war es das dann auch mit dieser Folge Clash Royale. Lasst ein Like da. Ja, dividiert das Video. Das ist ja richtig gut. Dividiert das Video. Alles klar. Ihr dividiert jetzt alle das Video, bitte. Bis zum nächsten Mal. Addiert noch einen Daumen. Und... Jo. Hihi. Tschüss. Ah, nein, 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 nein. Rechts oben seht ihr Puki, links oben seht ihr mich. Danke für 8000. Danke an Puki, der das ermöglicht hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ich kann nicht sehen.